Video 4, Homewide versus Borreliose. Ich habe es gewusst, dass die ersten Negativkommentare kamen, man braucht keine Antibiotika etc. Also dazu möchte ich gerade hier etwas sagen. Ich stehe hier gerade vor einer Pflanze, wo ich denke, das ist der japanische Baumknöterich. Da ich das aber nicht ganz genau weiß, muss ich da also erst noch mal einige Informationen mir dazu einholen. Wie ihr seht, wächst diese Pflanze sehr üppig, ist hier gepflanzt worden am Weißen Garten, direkt neben unserem privaten des Einhornsweißer Garten, der übrigens diese Plakette hier hat, Natur im Garten. Das heißt, bei uns, wie man schon sieht, wird sehr natürlich gearbeitet. Und neuerdings habe ich herausgefunden, dass diese Pflanze, also der japanische Baumknöterich, auch positive Eigenschaften bezüglich der Borreliosebekämpfung haben soll. Das werde ich natürlich vertiefen und werde euch jetzt auch noch etwas zur Karde erzählen, indem ich mich auf den Weg dahin mache, aber dabei die Information. Ich habe ja im ersten Video gesagt, dass ich absolut kein Freund von Antibiotika bin. Und genau, bei Borreliose soll man auf jeden Fall Milchprodukte vermeiden, sowie Aluminium. Ja, also so ein Spray nehme ich sowieso nicht. Für mich sind die Sprays von Labilites die Produkte, mit denen ich auch meine Achselhöhlen einsprühe. Im Freundeskreis sagt man mir, man weiß schon immer, wenn ich komme, weil man diesen Duft praktisch, den typischen Labilites-Duft, immer erspürt schon. Das heißt also, Aluminium kommt bei mir sowieso nicht in die Tüte bezüglich von Sprays zum Beispiel. Ja, Achselsprays, das weiß man ja, dass es da verarbeitet wird. Aber auch weiß ich seit Corona, dass es zum Beispiel viele Impfungen auf der Basis von Aluminium eben gesetzt werden. Und ja, da bin ich also auch dem Impfen gegenüber recht skeptisch geworden. Und weiß ich jetzt nicht, wie das bei den Antibiotika ist, aber ich muss euch sagen, auch wenn einige behaupten, man kann bei Borreliose ohne weiteres mit anderen Produkten arbeiten, was ich ja zusätzlich tue, hat mich das, was ich gefunden habe, bei meiner Recherche nicht vollends überzeugt. Und die Borreliose soll nach 8 Jahren sich manifestiert haben. Das heißt, man kann also, wenn man nicht richtig behandelt hat, erst wahrscheinlich nach 8 Jahren herausfinden, wie es einem dann geht. Meine erste Erkrankung ist circa 3,5, 4 Jahre her. Und naja, jetzt habe ich eine neue. Genau. Und darum habe ich mich jetzt also, weil mich alle homöopathischen Ansätze und heilpraktischen Ansätze nicht vollends überzeugen konnten, dazu entschieden, zweigleisig zu fahren. Hier ist die Kardendistel, die wollte ich euch zeigen. Das ist also eine, wo man sagt, das ist unser Ausleitungsprodukt für oder unsere Ausleitungspflanze für Borreliose. Es gibt also einen Kardensud, den man sich, glaube ich, auch im Internet bestellen kann. Ich habe das mal versucht mit frischen Karden, die sich ausgesamt hatten, da aus den jungen Pflänzchen den Tee zu trinken. Aber oh, ich kann euch sagen, das ist bitter. Das trinkt man nicht, wenn man nicht muss. Also, den Sud wollte ich mir jetzt mal bestellen, genauso wie ein Präparat aus dem Baumknöterich, von dem, den ich euch vorhin zeigte. Und ich kann dazu noch sagen, als wir damals zu dritt in der Familie Borreliose hatten, da war der ganze Garten voller Karde auf einmal. Ich wusste nicht, wo das herkam, weil ich hatte niemals diese Pflanze in meinen Garten geholt.
Und so ging es mir mit verschiedenen anderen Pflanzen auch schon. Und ich bin also auch ein Verfechter davon, dass ich sage, lasst eure Gärten schön natürlich, dann zeigen die euch an, welches Problemchen ihr mit euch rumtragt und bieten gleich das entsprechende Kraut dabei. Also so kann das sein, also mit Löwenzahn, der ja bekanntlich auch krebsvorbeugend wirkt, oder die Melisse fürs Glücklichsein. Das ist hier die Melisse, schon ziemlich herbstlich alles jetzt inzwischen. Hier ist das Medesüß. Medesüß wird gut auch bei Frauen, Sachen und Fieber gebraucht. Etliche andere Pflanzen. Also das kann man bei mir auch erfahren, wenn man mal so einen Kurs bucht. Wenn ich manchmal Zeit habe, biete ich sowas an. Solche Informationsveranstaltungen über Kräuter und Feng Shui. Denn das ist noch ein Part, den man dabei mit berücksichtigen kann. Hier zum Beispiel. Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Na, der eine oder andere weiß es vielleicht. Das ist jetzt mal ein Rätsel. Wahrscheinlich fällt es mir nachher noch ein. Dass dieses Kraut hilft bei Bronchien- und Lungenbeschwerden. Hier nochmal eine andere Knöterichpflanze und darum bin ich nämlich verunsichert. Das ist nämlich laut Beschreibung so eine, die sich also unwahrscheinlich ausbreitet. Dummerweise, als ich noch keine Ahnung vom Gärtnern hatte, habe ich mal einen Setzling geschenkt bekommen und ihn in dieses Hochbeet hier gesetzt. Ja, und die Wurzel hat sich schön durchgesetzt. Ja, wie man sieht, überall kommt es wieder raus. Diese Pflanze, das ist also ein Baumknöterich, die kriegt man nicht in den Zaum. Aber vielleicht ist sie ja deshalb da, weil ich immer wieder Borreliose habe. Wer weiß es denn? Ja, und das ist noch dieser Punkt, den ich dazu noch erwähnen möchte. Krankheiten sind ein Auftrag. Ein Auftrag für uns und unsere Seele, sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn ich also an meinem Fuß eine Stelle habe, die sich immer wieder entzündet, wo sich also ein Stich dermaßen entzündet hat, dass ich da ein halbes Jahr mit rumdoktere, dann könnte ich vielleicht davon ausgehen, dass ich nicht ganz auf dem richtigen Weg bin. Das heißt, ich muss das ergründen, wenn ich das möchte. Wenn ich für mich entscheide, ich nehme Antibiotika mit zur Behandlung dazu, dann ist das meine Entscheidung. Und wenn jemand anders sich dagegen entscheidet, der ebenfalls Borreliose hat, dann ist das ganz genauso seine Entscheidung. Wichtig ist bei all dem, denke ich, dass wir uns bewusst werden über unsere Krankheit und sie nicht als bösartig grundsätzlich verteufeln, sondern darin einen Auftrag sehen, etwas zu verändern in unserem Leben. Und wichtig ist weiterhin meines Erachtens, dass wir intuitiv vorgehen und intuitiv herausfinden, am besten an der Stelle, wo unser Bereich des Wissens ist. Da kommt die Feng Shui-Philosophie mit durch, im Bereich des Wissens praktisch sich mal erfragen, ja, warum kommt das? Was will ich machen? Wie will ich dagegen vorgehen? Vertraue ich auf ärztlichen Rat? Vertraue ich auf mich selbst? Vertraue ich auf rein Homöopathie oder heilpraktische Ansätze in dieser Richtung? Ich, wie gesagt, fahre in diesem Falle zweigleisig, obwohl ich wirklich sehr, sehr gerne auf Antibiotika verzichtet hätte. Außerdem habe ich ja Lavi-Lights und weiß, dass Lavi-Lights also ganz herausragend meinen Körper unterstützt und habe mich also aber dafür entschieden, die eine Seite des Yin- und Yang-Zeichens sozusagen die Antibiotika übernehmen zu lassen. Das heißt, die des Abtötens der Borrelien und die des positiven, den positiven Bereich, vielleicht den Yang, das Helle, das
Lavilights machen zu lassen, beziehungsweise auch die anderen probiotischen Produkte und die Kardensud, meinetwegen auch den Baumknöterichsud oder die Wurzeln oder was auch immer es dafür ein Präparat gibt, was ich noch nicht kenne, das auszuprobieren und mich damit zu unterstützen. Das ist meine Herangehensweise und ich kann wirklich nur jedem dazu raten, das auch für sich so zu tun, denn wir haben eine lange Geschichte in Sachen Borrelien hinter uns. Ich habe das auch in unserem Blog schon geschrieben. Unser Kleiner hatte es akut am Kopf, den Biss, die Zecke saß da noch und die Heilpraktikerin, zu der ich damals sehr viel Vertrauen hatte, war im Prinzip leichtfertig, möchte ich mal fast sagen, und hat nur mit Nosoden behandelt und die haben es partout nicht geschafft, die Krankheit in den Zaum zu bekommen. Und wenn das akut ist, dann ist es im Prinzip so, dass man jede Woche wieder fiebert, ja, sich schlecht fühlt, fiebert, so, es geht immer auf und ab. Und da haben die Nosoden einfach nicht gereicht. Das war also nicht die richtige Behandlung. Dann haben mein Mann und mein Sohn diese Erkrankung durchmachen müssen. Und wir haben einen Heilpraktiker gefunden im Allgäu, der also auch darauf spezialisiert war, langfristige Borreliose-Schäden zu behandeln. Der hat den miasmatischen Ansatz gefahren und konnte auch sehr, sehr gut dem männlichen Part unserer Familie helfen. Mit Gelaten und Citrokel und ganz vielen homöopathischen Ansätzen, bestimmt ganz großartige Produkte auch, die er da verwendet hat. Und trotz allem, mir selber konnte er nicht helfen. Also wir sind nicht zueinander gekommen sozusagen. Und das ist der Punkt, der also, es ist eine andere Ebene. Eine Ebene, auf der die Heilung passiert. Da müssen die beiden, der Heiler und derjenige, der geheilt werden muss oder soll, auf einer Schwingungsebene sein, meines Erachtens. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt man nicht zueinander. Diese Erfahrung hat vielleicht der eine oder andere auch schon in Bezug auf seinen Arzt gemacht oder irgendeinen ärztlichen Rat. Und ich rate euch dazu, aus meinen Erfahrungen heraus, achtet darauf, was euer Gefühl euch sagt. Ihr seid diejenigen, die sich selbst heilen müssen und ihr seid diejenigen, die den Auftrag haben. Und das erstmal herauszufinden und dann vorzugehen nach dem Schema, was für einen selbst intuitiv das Richtige ist, das ist meines Erachtens der beste Ansatz, den man fahren kann. Ja, und das wollte ich dazu sagen. Und ich freue mich, dass ich euch hier in meiner wunderschönen Rosenlaube mit dem Einhornplatz hierhin führen durfte. Und dass ein wunderschöner Garten hier mit den vielen Bienen in den Pflanzen euch ja auch so begeistert wie mich. Genau, ein Punkt ist vielleicht noch wichtig, was ich zum Beispiel vernachlässigt habe. Meine Kinder waren im Waldkindergarten. Ich habe täglich darauf geachtet, sie entsprechend vorbeugend zu behandeln. Das heißt, ich hatte damals ein Schwangerschaftsstreifenöl gefunden von einer Apotheke. Und dieses Schwangerschaftsstreifenöl, wenn ich damit meine Kinder eingeschrieben habe, dann haben die ziemlich lange Zeit durchgehalten, ohne dass eine Zecke an sie ranging. Ja, für die Kinder habe ich das gemacht. Ich selbst bin da sehr nachlässig gewesen und habe also nicht darauf geachtet, auch bei beiden Malen nicht, wenn ich in den Garten gehe, mich entsprechend vorbeugend zu behandeln. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen, sie cremen sich mit Pfefferminzöl ein. Ich habe, wie gesagt, dieses Schwangerschaftsstreifenöl damals gefunden gehabt. Es wird sicherlich andere ätherische Öle auch noch geben, worauf die Zecke
allergisch reagiert, sage ich jetzt mal. Ich weiß auch, dass sie, wenn sie mit dem 32er von Lovey Lights angesprüht wird, sich ganz schnell wieder aus dem Körper davon macht. Also sie nimmt ihre Werkzeuge und verschwindet. Da hat sie allerdings dann schon gestochen meistens. Das heißt, ja, vorbeugen ist besser als Nachsorge. Das kann ich euch nun hier noch sagen auf diesem Wege. Hier ist übrigens noch eine wunderschöne Rose, die ich euch mal zeigen möchte. Sebastian Kneipp heißt die. Vater Kneipp. Die riecht auch wie Apotheke. Wunderbar. Ja, also so ein paar kleine Weisheiten, bisschen Erfahrungsberichte von mir. Bringe ich euch noch in der Zukunft weitere Videos per Video. Und lasst es euch gut gehen. Genießt das schöne Wetter, die letzten schönen warmen Tage. Und genau, verzweifelt nicht, sollte euch eine Borreliose erwischt haben.